Ein Ort mitten im Herzen Deutschlands. Das Unheil bricht überraschend über das kleine Dorf am Saaleufer herein. Alles ändert sich an diesem Tag. Es trifft den alleinstehenden Vater ebenso wie die junge Frau. Eine junge Mutter mit ihrem Baby und die kinderreiche Familie. Ihr Schicksal erregt tausende Jahre später weltweites Aufsehen. Zeugen gibt es keine mehr und niemand hat es aufgeschrieben. Was geschah an diesem dramatischen Tag in Eulau, unweit des Fundortes der geheimnisvollen Himmelsscheibe von Nebra? Wer im Herzen Europas noch etwas Großes entdecken will, muss in die Luft gehen. Aus der Vogelperspektive erkennt man die Spuren der Vergangenheit am besten. Der Boden vergisst nichts, sagt Harald Meller und sucht nach auffälligen Erdmustern zwischen Naumburg und Halle an der Saale. Uralter Siedlungsgrund. An diesem Tag fällt Harald Meller in der Nähe des Dorfes Eulau ein ungewöhnliches Muster in einem Feld auf. Es sieht aus wie Grabgruben. Die vier Kreise auf der Erdoberfläche könnten vorgeschichtliche Grabstätten sein. Ein Ausgrabungsteam nimmt sofort die Arbeit auf. Aber was es genau finden wird, liegt noch im Dunkeln. Niemand ahnt, welch sensationeller Fund hier verborgen liegt. Heute gilt der Tatort Eulau als eine der wichtigsten archäologischen Entdeckungen zu Beginn unseres Jahrtausends. Grabungsleiter Robert Ganselmeier überwacht gespannt die eingeübten Abläufe seines Teams. Es kommt auf jedes Detail an. Beweissicherung. Knochen kommen zum Vorschein. Menschenknochen. Mehrere Skelette liegen dicht beieinander. Ohne Zweifel, es sind Grabstätten. Und es fällt auf, wie sorgsam die Toten bestattet wurden. Zwei Männer, drei Frauen und acht Kinder. Sind sie eines natürlichen Todes gestorben? Wurden sie Opfer einer Seuche? Oder gab es einen gewaltsamen Hintergrund? Schon bald zeigt sich, dass hier ein grauenhaftes Verbrechen stattgefunden hat. Es ist ein äußerst untypischer, ein mysteriöser Fund. Und deshalb gehen die Archäologen einen außergewöhnlichen Weg. Im Museum für Vorgeschichte in Halle treffen die Spezialisten ein. Ihre Aufgabe, das Rätsel der 13 Skelette mit Hilfe professioneller Methoden, modernster Technik sowie einer guten Portion Intuition zu lösen. Vorbereitet. Ja, das sieht ja gut aus. Herr Ganselmeier, bei der Polizei würde man sagen, Sie haben den Tatort erhoben. Können Sie mir erklären, wie viele Leichen dort gefunden wurden, was da los war? Ja, es wurden insgesamt vier Gräber aufgedeckt. In diesen Gräbern fanden sich 2 bis 4 Personen, also insgesamt 13 Individuen. Herr Meier, wir haben hier in diesen Gräbern bei allen Opfern Verletzungen, die aus dem Kampf herrühren, ne? Ja, in jedem Grab finden sich einige oder ein Individuum, das auf jeden Fall eindeutige Gewaltanzeichen aufweist. Mhm. Hier eine Fallspitze. Da sieht man das nochmal im Detail, dass die Fallspitze wirklich im Wirbel drin steckt. Aber es waren auch Schädelverletzungen, ne? Ja. Es gibt ein Kind, das erschlagen wurde. Ja, es gibt eine Frau, die erschlagen wurde. Und die beiden Männer haben eindeutige Zeichen dafür, dass sie sich gewehrt haben. Mhm. Die Begehung des Tatortes ist Standard bei den Kriminalisten.
Doch für den BKA-Profiler und den Anthropologen ist diesmal einiges ungewöhnlich. Zwar lässt die Art der Bestattung auf einen jahrtausendealten Fund schließen, aber was weiß man schon über die Menschen, die damals gelebt haben? Ein Massenmord irgendwann in grauer Vorzeit. Die Chancen für das Ermittlerteam stehen schlecht. Über Täter und Motiv nur nachzudenken, war bis vor kurzem Illusion. Doch die Methoden der Archäologie und der Kriminalisten haben sich rasant weiterentwickelt. Nur zu oft ist man bisher, je nach Alter und Qualität des Knochenmaterials, bereits an der ersten Frage gescheitert. Wann geschah das Verbrechen? Um den Todeszeitpunkt der Opfer zu ermitteln, ist eine Knochenanalyse erforderlich. Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sollen eine Verunreinigung der Probe verhindern. Dann erst kann ein Rippenfragment vorsichtig entnommen und sorgfältig verpackt ins Labor geschickt werden. In der Universität Kiel beginnt die aufwendige Prozedur, um dem Stückchen Knochen eines seiner größten Geheimnisse zu entlocken, sein Alter. Hier gehört das Säubern und Zermahlen der Probe zum Einmaleins. Das Leibniz-Labor für Altersbestimmung und Isotopenforschung ist auf seinem Gebiet weltweit führend. Trotz der Hightech-Instrumente aber mutet das Labor auf den ersten Blick an, als sei es eine Alchemistenwerkstatt. Schritt für Schritt wird die Analyse vorbereitet. Der gemahlene Knochen mit flüssigem Stickstoff tiefgekühlt, durch Verbrennung in Gasform gebracht, luftdicht versiegelt und dann in eine Aluminiumkapsel gepresst. So gelangt das mehrfach veränderte Knochenstück in einen sogenannten Massenspektrometer. Dort wird es mit Cäsium-Ionen beschossen. Hightech pur. Und diesmal lohnt sich der Aufwand. Das Ergebnis ist eindeutig und faszinierend. The results are good, and that means they're about 2500 years before Christ. Vor rund 4.500 Jahren haben sie gelebt, die Toten von Eulau. Mitten im dritten Jahrtausend vor Christus. Für Europa eine Zeit des Umbruchs. Viele Volksstämme suchen neuen Siedlungsraum. Ansässige Volksgruppen werden an den Rand gedrängt. Konflikte bleiben nicht aus. So geschah es auch in Mitteldeutschland mit seinen reichen Ackerböden und Salzvorkommen. In diesem Vierergrab, was war hier los? Ja, das ist das Grab, das wir als erstes beobachtet haben. Ja, das wäre also so, wie der Zeichner sich das vorstellt. Richtig. Es ist ein ergreifendes Bild. Sind es Vater und Mutter, die ihre Kinder noch im Tode anschauen und umarmen? DNA-Analysen der Funde in der Universität Mainz sollen die Verwandtschaftsbeziehungen exakt klären. Und sie liefern dem Forscherteam um Professor Alt ein spektakuläres und beklemmendes Ergebnis. Wir haben eine Art von Vaterschaftsgutachten durchgeführt. Das heißt, wir haben die beiden Kindern, den Mann und die Frau, daraufhin untersucht und konnten feststellen, dass diese vier Individuen tatsächlich miteinander verwandt sind. Das heißt, wir haben es hier mit dem Nachweis der ältesten Familie zu tun, die bisher in der Geschichte bekannt geworden ist. Es ist eine weltweite Sensation. In Eulau wurde die älteste jemals gefundene Familie der Menschheitsgeschichte begraben. Erster Gedanke: Wenn eine Kernfamilie derart vereint im Grab liegt, dann muss sie von Menschen bestattet worden sein, die sie bestens kannte. Doch wer hat die vier und die anderen so liebevoll beerdigt? Die Täter hätten ihre Opfer wohl allenfalls verscharrt, um die Tat zu verbergen.
Hier deutet aber alles auf ein feierliches Begräbnis hin. Wer waren die Menschen, die um die Toten von Eulau trauerten? Wenn man über den Tatort nachdenkt, so hat man das Gefühl, das ist im dörflichen Bereich geschehen. Denn die sind jetzt nicht mit Pfeil und Bogen niedergemetzelt. Die erste ist zwar davon getroffen, aber die anderen haben ja Einhiebe mit Streitäxten im Kopf. Kann man da eine gewisse Chronologie in die Ereignisse bekommen? Ja, das sollten wir auf jeden Fall versuchen. Also ich vermute mal, dass der Angriff auf die Frau mit dem Pfeil eine der ersten Attacken war, aus einer gewissen Entfernung. Und dann haben wir ja Nahkampf, der da stattfindet. Und da ist sofort die Frage, ja, gab es da ein Dorf in der Nähe? Ja, also wir haben Siedlungsgruben im unmittelbaren Umfeld gefunden. Das heißt, wir können von einem Dorf ausgehen. Die Bewohner des steinzeitlichen Eulau waren längst keine primitiven Höhlenmenschen mehr. Sie lebten von der Landwirtschaft, vom Getreideanbau und von der Viehzucht. Überwiegend fand man Ziegen- und Schafsknochen rund um ihre Siedlungen. Allerdings kannten die Menschen im Herzen Europas noch keine Schriftzeichen. So kann die Wissenschaft viele schriftlose Völker nur nach der für sie typischen Keramikform benennen. Seit einigen Generationen waren an Saale und Elbe die sogenannten Schnurkeramiker sesshaft. Ihre Vorfahren kamen aus Osteuropa. Die Schnurkeramiker erhielten ihren Namen, weil sie in den Ton der Becher und Schalen vor dem Brennen ein Muster mit einer geflochtenen Schnur eindrückten, eine Verzierung. Für einen gewissen Wohlstand sorgen die ersten Handwerker. Die Produktion von Streitäxten und Messern aus Stein beherrschen sie meisterlich. Die Klingen aus Silex sind extrem scharf. Und selbst für Puppen findet sich bereits Platz im Leben der Menschen. In der warmen Jahreszeit könnte es sogar ein Leben im Überfluss gegeben haben. Die Wälder sind dann voller jagdbarer Tiere und verschaffen den Dorfbewohnern zusätzliche proteinreiche Nahrung. Und auch schon damals ging es den Menschen, die bereits in kleinen Familien zusammenlebten, um das Wohlergehen der Kinder. Mord und Totschlag waren nicht alltäglich. Das glauben jedenfalls die Experten. Umso überraschender muss damals das Unheil über Eulau hereingebrochen sein. Skelett für Skelett wird sorgfältig freigelegt und dokumentiert. Eine Menge an Informationen kommt ans Licht. So liegen etwa die Frauen mit dem Kopf nach Osten, die Männer aber nach Westen. Die Blickrichtung beider Geschlechter geht nach Süden. Jetzt besteht kein Zweifel mehr an ihrer Stammeszugehörigkeit. Denn jede Kultur begrub ihre Toten nach eigenen Regeln. Das ist ein eindeutiger Schnurkeramiker. Wir haben ja die Beigabensituation drüben. Ja. Nicht eindeutig die Axt und vor allem ganz wichtig drüben die Fleischbeigabe. Ah, hier die Fleischbeigabe, ja. Das sehe ich. Ja. Ein Stück Fleisch als Stärkung auf dem Weg ins Jenseits. Trinkgefäße. Die Ausstattung der Gräber bestätigt die praktizierten Glaubensregeln der Opfer. Kein Zweifel. Die 13 Toten gehörten zur Gruppe der eingewanderten Schnurkeramiker. Und als Höhepunkt folgt die Streitaxt ins Grab, das Statussymbol der Männer. Doch wer löscht ihr Leben aus und warum? Noch immer fehlt jeder Hinweis auf den oder die Täter. Ja, Herr Bauermann, mit was haben Sie so zu tun, mit was für Gewaltfällen? Ja, wenn es um Mord und Totschlag geht in Deutschland, dann ist der Täter kommt dann vor allen Dingen aus dem sozialen Nahraum. Wenn Sie sich hier die Überschrift mal angucken, Massenmord aus Eifersucht, das ist so was ganz Typisches, was bei uns passiert. Oder hier beispielsweise Brautpaar und Hochzeitsgesellschaft brutal ermordet. Das heißt, die besonders schwerwiegenden Delikte, die finden bei uns durch Angehörige, durch Verwandte, Bekannte, ja, in der Nachbarschaft und so weiter statt. Ja. Ja, ist denn das auch bei uns denkbar, in unserem vorgeschichtlichen Fall? Wir gehen ja so vor, dass wir die unterschiedlichen Hypothesen, Hypothese gegen Hypothese prüfen. Und dann ist die Frage, kommt der Täter oder die Täter aus dem sozialen Nahraum oder kommt er ganz weit entfernt her?
Es ist naheliegend, eine emotionale Beziehungstat. Eine Tat unter Nachbarn oder Verwandten, vielleicht im Rahmen einer Hochzeitsfeier. Anlässe für tiefen Hass unter Sippen und Bewohnern von Nachbardörfern gab es zu allen Zeiten genug. Denkbar erscheint auch ein klassischer Fall von Blutrache. Oder war es pure Eifersucht? Beziehungsdramen waren schon damals Anlass für blutige Fäden, vermuten die Experten. Am Anfang steht oft ein einziges falsches Wort. Und am Ende mündet es in tödliche Gewalt. Eine Beziehungstat im sozialen Umfeld, ein Clan-Massaker, das erscheint am wahrscheinlichsten. Das ist eine fantastische, ganz außergewöhnliche Bestattung. Da ist ein Hocker, ein großer Mann wahrscheinlich. Doch irgendwas passt nicht zusammen. Eines ist äußerst merkwürdig. Offenbar stellen die 13 Toten nur einen Teil der Dorfbewohner dar. Es fehlen die jungen und wehrfähigen Männer. Wo waren sie, als die Tat geschah? Der Fall erscheint so außergewöhnlich, dass die Archäologen eine kostspielige Entscheidung treffen. Alle Skelette werden zusammen mit dem Erdreich drumherum ausgehoben und als Block geborgen. Im Museumslabor in Halle wird die wissenschaftliche Untersuchung mit Unterstützung eines internationalen Expertenteams intensiviert. Eine genaue Analyse der Tatumstände soll nun den Durchbruch bringen. Wahrscheinlich mit einer Feuerstelle. Hier beginnt der Angriff. Und hier findet quasi ein Häuserkampf statt und wir haben dann die Leichen im Dorf selbst, vielleicht auch in Häusern drin. Interessant ist allerdings, warum ist da kein Tierfraß an diesen Knochen? Völlig richtig. Ja. Wenn die dort länger als einen Tag liegen, kann man davon ausgehen, die werden von den Hunden angefressen. Ja. Also eigentlich müssen binnen Stunden, zumindest binnen eines Tages, die eigenen zurückkommen und die Toten bestatten. Für die Experten steht jetzt fest, die Opfer wurden von ihren Angehörigen zu Grabe getragen. Es fehlt auch jeglicher Hinweis, dass jemand aus dem eigenen Dorf ein Massaker an 13 Nachbarn beging. So war die feierliche Totenmesse sicher für alle ein schmerzlicher Moment des Abschieds. Man hat fast das Gefühl, dass man diesen Schock, diese Tragik, diese Trauer spürt, wenn man sieht, wie die Hände von Vater und Kind ineinander verflochten sind und wie Mutter und Kind Gesicht an Gesicht liegen. Ja, das ist ja richtig symbolisch hier. Die Bestatter kannten die Verhältnisse. Wenn niemand aus der eigenen Dorfgemeinschaft den Massenmord begangen hat, dann geraten zwangsläufig die Nachbarn aus der Umgebung ins Visier der Ermittler. Neid und Habgier, die Haupttriebkräfte menschlichen Handelns, setzen zu allen Zeiten kriminelle Energien frei. Aber wie muss man sich einen Raubüberfall in dieser Zeit vorstellen? Ging es um die Entführung junger Frauen? Dass Frauen und Kinder derart brutal ermordet werden, spricht nicht für einen üblichen Raubzug. Die Experten zweifeln. Kam der Tod vielleicht doch von weiter her, plötzlich und überraschend? Es ist auch möglich aus archäologischer Sicht, dass man hier tatsächlich zum ersten Mal die Glockenbecherbewegung vor sich hat, Reiter, die kriegerisch das Land erobern, was sicherlich nicht unblutig vor sich ging und Teile des Landes in Besitz nehmen. Das wären eigentlich die Szenarien, also etwas zwischen zwei Stämmen der eigenen Kulturgruppe oder eine fremde, neue Kulturgruppe, die versucht, Fuß zu fassen. Für den Jäger mag es ein Sommertag wie viele andere gewesen sein. Das Jagdglück scheint auf seiner Seite. Auch den übrigen Eulauern geht es gut. Die Vorratsspeicher sind prall mit Getreide gefüllt. Niemand ahnt, dass an diesem Tag der Tod naht. Auch der Jäger ist ahnungslos. Was sind das für Leute, diese ihm unbekannten Reiter? Die Bewohner des ganzen Landstrichs sollten doch eigentlich auf ihren Feldern beschäftigt sein. Doch das hier sind Fremde. Ihr Auftauchen kann nichts Gutes bedeuten. Wenn es Händler wären, hätten sie doch im Dorf vorgesprochen und ihre Waren angeboten.
Der Jäger aus Eulau hat solche Menschen noch nie gesehen. Weder solche Kleidung, noch solche Trinkgefäße. Die Becher sehen aus wie Glocken. Sie tragen beunruhigende Waffen. Ihre Bögen haben eine seltsam geschwungene Form. Und damit umgehen können sie, wie ihre Jagdbeute beweist. Auch die Pferde sind beeindruckend, kampferprobt, wie ihre Herren, die sie ausdauernd und schnell reiten. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Das ist dem Jäger sofort klar. Eine Horde Fremder ist im Anmarsch. Die Nachricht alarmiert das ganze Dorf. Die starken Männer und Jugendlichen rennen sofort zu ihren Waffen. Die Streitaxt war typisch für die Schnurkeramiker. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Haben die fremden Reiter sich längst, ohne gesehen zu werden, dem Dorf genähert? Sind die Verteidiger von Eulau in die falsche Richtung ausgerückt? Zwei Männer bleiben. Der Töpfer und der Jäger ziehen nicht mit in die Schlacht. Sie sollen im Dorf bleiben und Frauen und kleine Kinder beschützen. Neben der Beziehungstat und der Raubmordtheorie zeigt sich jetzt ein drittes denkbares Szenario. Eine Eroberung durch ein fremdes Volk. Wie ist unser Jäger gestorben? Eine Untersuchung seines Skeletts soll darauf Antwort geben. Die im Gipsblock geborgenen Überreste des hünenhaften Mannes. Bei ihm liegen die Skelette zweier Kinder. Die Experten prüfen seine Verletzungen. Allein die schiere Größe dieses Mannes ist schon sehr beeindruckend. Also er war über 1,80 groß, was in der Zeit nicht alltäglich war. Man kann das Alter abschätzen, im mittleren Alter 25 bis 40 ungefähr. Sehr interessant ist auch, dass er sowohl alte Verletzungen aufweist, wie auch Verletzungen neueren Datums, also am linken Arm. Da war das untere Ende des Unterarms gebrochen zu Lebzeiten und auch das Handgelenk war gebrochen. Ist ja eine ganz massive Verletzung hier, den Arm durchschlagen praktisch. Also vielleicht war dieser Mann schon vorher in einen Kampf verwickelt. Gleichzeitig hat er aber auch am anderen Arm, am rechten Arm, eine Fraktur, die wohl um den Todeszeitpunkt herum entstanden ist. Alles deutet darauf hin, dass der Vater das Leben seiner beiden Kinder bis zum letzten Augenblick verteidigt hat. Es muss ein ungleicher Kampf gewesen sein. Zwei Männer allein gegen eine gewaltige Übermacht. Plötzlich müssen sie da gewesen sein. Vielleicht aus einer völlig unerwarteten Richtung. Unter den Opfern ist eine Frau, die kurz zuvor ihr drittes Kind geboren hat. Das Baby und seine Geschwister sterben ebenfalls. Auch der Riese von Eulau und seine Kinder überlebten nicht. Gegen die Übermacht der Angreifer konnte dem kampferprobten Mann weder seine Erfahrung noch sein Mut helfen. So hat es jedenfalls aus dem Blickwinkel eines späteren Jahrtausends den Anschein. Eine Tatwaffe konnte zweifelsfrei identifiziert werden. Zwei Pfeile haben eine der getöteten Frauen durchbohrt. Herr Mayer, was ist mit dieser Frau passiert? Können Sie uns das erklären? Ja, da haben wir den Glücksfall, dass wir eine genaue Todesursache feststellen können. Man sieht eine Wirbel mit der Pfeilspitze, der in den Wirbel eingedrungen ist. Also man sieht genau die Form der Pfeilspitze. Ja, genau. Man sieht auch vorne, dass sie eine Schneidekante hat, keine richtige Spitze. Kommt natürlich auf die Stärke des Bogenschützen an, auf die Stärke des Bogens selbst. Aber man kann sagen, wahrscheinlich keine sehr große Entfernung. Ja. Der Wirbelknochen mit der Pfeilspitze wird aus dem Skelett entfernt und ins Klinikum in Halle gebracht. Dort steht ein leistungsstarker Computertomograph für eine ungewöhnliche Untersuchung bereit. Der leitende Arzt soll Gewissheit über die Beschaffenheit der Pfeilspitze erlangen, ohne den Knochen beschädigen zu müssen. Doch der Befund ist nicht eindeutig. Brach die Spitze beim Aufprall ab oder ist es ein Jagdpfeil ohne Spitze? Also man sieht bei dieser Animation ja,
dass die Pfeilspitze sehr tief in den Wirbelkörper eingedrungen ist. Muss ja auch den Körper vorher durchschlagen haben komplett, um dann im Wirbel stecken zu bleiben. Fazit der Experten: Das Projektil wurde von einem durchschlagskräftigen Bogen abgeschossen. Doch wer hat diesen Bogen gespannt? Herr Ganselmeier, bei den Kriminalisten schließt man von der Tatwaffe, vom Projektil auf die Täter. Ja, wir wissen, die Tatwaffe ist ein Pfeil. Wir haben uns daher entschlossen, alle möglichen Pfeilprojektile zu untersuchen. Wer besaß solche Tatwaffen und Pfeile? Ein neuer Hinweis aus Spanien bringt die Forscher auf eine interessante Spur. Er kommt von einem katalanischen Forscherteam aus dem Küstengebirge der Costa Brava. Weit entfernt von Eulau birgt ein längst zerfallenes Massengrab die Zeugnisse einer blutigen Schlacht am Ende der Steinzeit. Hier kamen 200 Männer durch kriegerische Gewalt zu Tode. Es war ein schreckliches Gemetzel. Die Archäologen konnten hunderte von Pfeilspitzen bergen, deren Herkunft eindeutig zu bestimmen ist. Der Befund erlaubt auch Rückschlüsse auf die hohe Effektivität der verwendeten Waffe. Ein Bogen mit enormer Durchschlagskraft, dessen Aufprallwucht die Pfeilspitze im Knochen abbrechen ließ. Könnte es sich in Eulau um ein identisches Projektil gehandelt haben? Für solch hochentwickelte Waffentechnologie war am Ende der Steinzeit nur ein Volk berühmt und berüchtigt: die Glockenbecher. Woher kamen diese geheimnisumwitterten Krieger einer Bewegung, die sich im dritten Jahrtausend anscheinend unaufhaltsam über weite Gebiete Europas ausdehnte? In Portugal setzt ein deutscher Forscher die Bausteine einer überraschenden Beweisführung zusammen. Im Archäologischen Museum von Lissabon ist Dr. Kunst kein Unbekannter. Einige der hier gezeigten Ausstellungsstücke hat er selbst ausgegraben. In der hochgesicherten Schatzkammer wird der Prunkschmuck einer Kriegerelite aufbewahrt. Einmalig die für Bogenschützen wichtige Armschutzplatte aus purem Gold. Sie schützt den Unterarm vor der zurückschnellenden Sehne und gehörte zweifelsfrei einem Glockenbecherfürsten. Solch spektakuläre Funde machten Archäologen im Südwesten des europäischen Kontinents. Hier entdeckten sie auch eine beeindruckende Festung mit mächtigen Mauern. Die Datierung der Fundstücke brachte ein sensationelles Ergebnis. Die Wehranlage von Zambujal wurde bereits vor 5000 Jahren errichtet. Lagen hier die Stammlande des Glockenbechermenschen? Das deutsch-portugiesische Grabungsteam sucht nach Hinweisen, worauf sich der Reichtum von Zambujal gründete. Eine Vermessung der Mauern belegt die für das damalige Westeuropa beispiellosen Ausmaße der Festung. Immer wieder stoßen die Ausgräber auf solch winzige Fundstücke. Es sind Kupferschlacken, Überreste von Metallverhüttung. Christian, kannst du den mal einmessen? Für Michael Kunst steht fest: Quelle des Reichtums von Zambujal ist die Verhüttung von Metall im großen Stil. Die Glockenbecher verfügten über das damals in Europa kaum bekannte technische Know-how, Kupfererz zu schmelzen und zu verarbeiten. Dieses Wissen kam aus dem Nahen und Mittleren Osten. Kamen die Glockenbecher gar selbst aus Kleinasien oder aus Nordafrika? Kostbare Glockenbecher-Keramik aus Portugal wurde von Archäologen in der französischen Bretagne ausgegraben. Goldschmuck aus Nordspanien gelangte bis nach England. Nur auf dem Seeweg waren solche Transporte möglich. Aber auch auf dem Rücken ihrer Pferde stießen die Glockenbecher immer weiter ins Zentrum Europas vor,
Von Spanien über Frankreich und die Schweiz bis Eulau. Aber sollten die waffentechnisch hoch überlegenen Bogenreiter, deren ursprüngliches Zentrum auf der Iberischen Halbinsel lag, auch tatsächlich für das Massaker von Eulau verantwortlich sein? Für die gnadenlose Ermordung wehrloser Dorfbewohner? Der Fall Eulau entwickelt sich zu einem gesamteuropäischen Steinzeitkrimi. Aus England, aus Stonehenge, treffen neue Forschungsergebnisse ein, die ein anderes Licht auf das mysteriöse Morddrama an der Saale werfen. Harald Meller hat die Expertenrunde in Halle verlassen, um den Hinweisen nachzugehen. Die Entdeckung eines befreundeten Archäologen hat ihn hellhörig gemacht. Joshua Pollard berichtet ihm über die erstaunlichen Ergebnisse seiner aktuellen Forschungen. Für Pollard steht eindeutig fest, dass die Glockenbecher auch bei der monumentalen Umgestaltung des Steinzeitheiligtums die Finger im Spiel hatten. Für die Archäologen im Umkreis von Stonehenge eine naheliegende These. Auch Andrew Fitzpatrick traut den Glockenbechern eine Menge zu, wie er seinem deutschen Besucher berichtet. Endgültig überzeugt von der Sonderrolle habe ihn ein spektakulärer Grabfund ganz in der Nähe von Stonehenge. Wir wissen, dass dieses Messer von weit her kommt, aus Nordspanien. Der Tote hat es vielleicht selbst von dort mitgebracht. Wahrscheinlich hat er mit der Erkundung von Bodenschätzen zu tun gehabt. Mit Kupfer und Gold. Doch die eigentliche Sensation erbrachte die Isotopenuntersuchung der Zähne des Handlungsreisenden aus der Vorzeit. Er muss im Alpengebiet geboren sein, in Süddeutschland oder in der Schweiz. Ein faszinierender Gedanke. Vor 4300 Jahren bricht ein Mann auf, um von den Alpen bis nach England zu ziehen. Durch unwegsame Wälder und über das Meer. Immer auf der Suche nach neuen Metallen. Kupfer, Zinn und Gold. Die Archäologen wissen heute, dass die Glockenbecher offenbar nicht mit Heerscharen mordend in Britannien einfielen, sondern sie kamen als zahlenmäßig kleine Elite. Auch der Mann aus den Alpen hatte starke Argumente im Gepäck. Herrlichen Schmuck und vor allem das kommende Wundermaterial, Kupfer. Und er weiß, wie es verarbeitet wird. Der Ruf eines Allwissenden mag ihm vorausgeeilt sein. Vermutlich war er es, der das Wissen von den kostbaren Metallen auf die Insel brachte. In Stonehenge kann Joshua Pollard dem Besucher aus Halle sogar von einer neuen, brandheißen archäologischen Spur berichten. Die monumentalen Steinkreise formen das heilige Zentrum eines Friedhofs. Der Masterplan des Umbaus von Stonehenge erinnert auf verblüffende Weise an den Totenkult im alten Ägypten. Da sind sich die befreundeten Wissenschaftler einig. Im Zeitalter von Stonehenge steht das Großreich der Pharaonen im Zenit seiner Macht. Am Rande der Wüste entstehen gewaltige Grabmonumente für die Könige Altägyptens. Auf einer säulengeschmückten Prozessionsallee geleitet die Priesterschaft den verstorbenen Pharao zum Heiligtum. An der Pyramide soll seine Seele zum ewigen Licht der Sonne aufsteigen. Unsterblich und zum Gott werden, das erträumen sich die Herrscher am Nil. In Stonehenge hat Joshua Pollard am Fluss Avon inzwischen Reste einer Tempelanlage und einer Prozessionsallee entdeckt. Sie endet am Sonnenheiligtum, dem Zentrum des Totenkults. Harald Meller ist von der Entdeckung elektrisiert. Waren die Glockenbecher Verkünder einer Religion mit altägyptischen Wurzeln?
Offenbar brachten sie nicht nur ihre tödlichen Waffen mit nach Norden, sondern weit stärker eine vom Mittelmeer geprägte Weltsicht. Einiges spricht dafür. Unweit von Eulau wurde nahe Magdeburg ein gewaltiges Rund entdeckt. Hier liegt das deutsche Stonehenge. Kurz darauf beginnen die Ausgrabungen auf den Uferwiesen an der Elbe. Ein junger Wissenschaftler leitet vor Ort das Projekt Kreisgrabenanlage Pömmelte. Zwischen Resten längst zerfallener Holzpalisaden finden sich Gegenstände vom Ende der Steinzeit, wahrscheinlich niedergelegt als Opfer. War der Ort ein Festplatz oder eine Totenstätte wie Stonehenge? Eine Computerrekonstruktion soll letzte Klarheit schaffen. Das Forscherteam um Professor Berthemes ist der Antwort inzwischen ganz nahe. Laboranalysen der Funde von Pömmelte enthüllen ihr Alter. 2300 vor Christus, also kurz nach dem letzten Umbau von Stonehenge. Von der Zeit her könnte es also passen. Mit Hilfe des Computers wird die Ausrichtung der Kreisgrabenanlage zum damaligen Lauf der Himmelskörper bestimmt. Ein Ritualplatz für den Totenkult und den Neubeginn des Lebens. Vielleicht auch ein Ort der Versöhnung unter ehemaligen Feinden, zwischen Glockenbechern und Schnurkeramikern, vereint in einem neuen Glauben? Aus diesem Frieden und aus diesem Verständnis heraus entstehen dann, so glauben wir heute, diejenigen hervorragenden Kulturen der Frühbronzezeit, die Schöpfer der Himmelsscheibe von Nebra sind. Eines wird deutlich. Die Glockenbecher haben den Fortschritt nach Europa getragen. Blindwütige Eroberer waren sie wohl nicht. Als Tatverdächtige von Eulau scheiden sie damit eher aus. Fast schien man am Ziel. Nun müssen neue Fakten her. Etwas hat man übersehen. Liegt das Geheimnis vielleicht in den Zähnen der Opfer? Für die neu entwickelte Isotopenuntersuchung werden allen Skeletten Zähne entnommen und an die renommierte Universität Bristol geschickt. Im Archäologischen Institut der westenglischen Stadt wird Zahn für Zahn vorsichtig gesäubert. Denn in ihrem Schmelz bergen sie Informationen über den Lebensweg des Verstorbenen. Das radioaktive Isotop Strontium ist überall auf der Erde im Wasser vorhanden, aber in ganz unterschiedlicher Menge. Mit jedem Schluck Wasser nimmt auch ein Kind die für seinen Lebensraum spezifische Menge Strontium auf und lagert sie im Zahnschmelz ab, solange es wächst. Diese Menge definiert, ähnlich wie ein Fingerabdruck, die Region, in der ein Mensch aufgewachsen ist. Eine faszinierende Methode. Geben die Geburtsorte vielleicht auch einen neuen Hinweis für den Fall Eulau? Wir haben herausgefunden, dass die Kinder und Männer alle dort aufgewachsen sind, wo sie auch starben. Aber die Frauen stammen aus einer von Eulau ganz unterschiedlichen Gegend. Der nächstliegende Ort mit solch einem spezifischen Strontiumprofil ist der Harz. Es ist ein spannendes Indiz. Alle Kinder und die beiden Männer aus den Gräbern stammen eindeutig aus Eulau. Aber alle drei Frauen kommen woanders her. Vermutlich aus dem Harz. Die Männer haben ihre Frauen offensichtlich auswärts bei einem benachbarten Volksstamm gesucht. Und oft ging das nicht ohne Streit ab. Löste eine erzwungene Hochzeit oder ein Frauenraub das Massaker von Eulau aus? Und dann eine neue, eine heiße Spur. Ist es Intuition
Das Ermittlungsteam lässt noch einmal ausgiebig das tödliche Projektil untersuchen. Die noch im Rückenwirbel eines Opfers festsitzende Pfeilspitze wird nun vorsichtig aus dem Knochen gelöst. Beim Röntgen in der Klinik hatte man zuvor Art und Form der Spitze nicht genau genug sehen können. Die Archäologin Norma Litersky wird die Spitze unter dem Mikroskop analysieren, um sie einer bestimmten Volksgruppe zuordnen zu können. Wer schoss mit diesen Pfeilen, wenn es nicht die Glockenbecher waren? Das Projektil ist eindeutig nicht spitz, sondern absichtlich eckig hergestellt worden. Es ist auch nicht glatt und fein geschliffen, sondern grob und kantig. Damit lässt sich der Kreis der möglichen Stämme deutlich eingrenzen. Dann das überraschende Ergebnis. Es handelt sich um eine Pfeilspitze der sogenannten Schönfelder. Nur sie haben damals noch Flintstein auf so grobe Weise bearbeitet. Und noch etwas verblüfft. Das Volk der Schönfelder siedelte im Harz. Und aus dem Harz kamen mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Frauen von Eulau. Ein schlüssiges Motiv. Nur zu oft ging es um Frauen. Sie brachten frisches Blut ins Dorf. Mal gingen sie freiwillig, mal wurden sie geraubt. Was blieb, war der Hass der Zurückgebliebenen. Die Pfeilanalyse ist erst wenige Tage alt. Für das Forscherteam ist es der Durchbruch. Jetzt, nach 4500 Jahren, zeigt sich deutlich das Bild der Mörder aus dem Harz. Harald Meller findet noch ein weiteres Indiz und bestätigt damit die Forschungsergebnisse seiner Kollegen. Das Steinbeil der Schönfelder passt exakt in die Trümmerbrüche der Totenschädel von Eulau. Ohne Frage. Die Frauen haben die Schlüsselrolle in diesem Steinzeitkrimi. Ihre vermutlich verhängnisvolle Verbindung mit den Tätern deutet auf das hin, was Kriminologen heute eine emotionale Beziehungstat nennen. Eines war es auch schon vor 4500 Jahren. Ein bestialischer Massenmord. Die 13 Toten von Eulau. Väter, Mütter und ihre Kinder. Unter ihnen ist die älteste jemals gefundene Familie der Menschheit begraben. Starben sie, weil nicht alle ihr Zusammensein ertragen konnten? Wir werden es nie genau erfahren. Aber vieles spricht dafür.